Ich bin hier der Hauptinitiator von dem Projekt, was wir hier gerade veranstalten. Die Sache mit Coach Witters und die Hommage an eins seiner Bilder, das Und-Bild. Mhm. Und ich wohne seit 7 Jahren hier im Haus am Schmuckplatz und das war halt eine meiner täglichen Strecken, Laufstrecken, die ich gelaufen bin. Also an das Projekt rangekommen ist eigentlich ein Kumpel von uns. Der ist hier vorbeigelaufen und hat die Bauarbeiter angesprochen. Total hässliches Haus, weil die Leute hier gegengeschmiert haben. Und für mich war das eigentlich so eine Aktion. Als ich dann gesehen habe, Mensch, hier machen sie das Dach neu, frage ich mal nach. Unter der Prämisse, wir möchten den Stadtteil verschönern, wir wollen Linden verschönern. Ja, und haben uns dann ihre Ideen erzählt, dass sie gerne was von Coach Witters hätten. Ne? Und dann haben wir halt so ein bisschen Material von ihm gesichtet, haben uns ein Bild ausgesucht im Endeffekt, das Und-Bild. Haben das in grobes Raster aufgeteilt und jedem eine Fläche zugewiesen und dann neue Motive halt von uns da reingemalt, aber auch die Farbigkeit von ihm übernommen. Also freie Gestaltungsspielräume habt ihr durchaus? Genau, also wir haben das komplett frei interpretiert. Ja. Also es wurde eigentlich nur dieses Raster von dem Bild und die Farbkombination aufgegriffen. Viele von uns haben Grafikdesign studiert, einige auch Multimedia. Aber ansonsten sind wir alle mehr oder weniger künstlerisch viel unterwegs. Aber das ist ja schon was ganz Besonderes. Ich meine, ihr setzt ja sozusagen ein Zeichen für die Ewigkeit, in Anführungsstrichen. Also es wird ja nicht von heute auf morgen aus dem Stadtbild verschwinden und ist ja auch für jedermann sichtbar. Also es ist ja schon was Besonderes. Ja, auf jeden Fall. Ja. Sind wir auch mächtig stolz drauf. Wir freuen uns schon alle, wenn das Gerüst abgenommen wird. Das glaube ich. Und dann feiern wir erstmal ein schönes Fest. Naja. Na, so sieht das aus. Also das ist auch das, was wir damit irgendwie erreichen wollen. Also irgendwas Langfristiges, wo aber auch nicht nur wir was davon haben, sondern auch der ganze Stadtteil und die Leute, die dann hier vorbeikommen, um einfach hier das so ein bisschen aufzuwerten und mal dieses Multikulti hier auch sowas entgegenzustellen, was hier gut reinpasst. Seid ihr denn beide Lindner oder kommt ihr aus Linden? Ich bin Lindner. Ah ja, Lindner. Lindnerin, okay. War halt einfach ein reines Projekt für einen schöneren Stadtteil. Ja. Und die Hausbesitzer haben halt sofort mitgespielt und für die war das dann halt auch eine tolle Sache und es ging relativ schnell. Von denen kam auch die Grundidee, dass wir halt über Coach Witters ein Bild erstellen. Das mit diesen Künstlern, die ich hier zusammenarbeite, das Neuner Kollektiv strebt vorwärts, haben wir schon einige Fassadengestaltungen gemacht und wir kennen uns seit Jahren und funktionieren sehr gut miteinander und arbeiten viel miteinander. Das ist hoffentlich jetzt auch nicht das letzte Projekt, sondern es gibt ja echt noch viele Ecken in Linden, die halt dementsprechend gestaltet werden können. Und da steht auch ganz groß im Hintergrund der Achim Brandau von Linden entdecken, der auch sehr viel getan hat für uns. Ah, ja. Und also wir sind froh und stolz, das machen zu dürfen. Wir freuen uns natürlich, wenn dann irgendwann das Gerüst fällt.